Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht hier, ich habe wieder 5 Pakete freigeschaltet. Diesmal für die Serie A. Ihr seht, habe ich mir wieder 5 geholt. Wie bei der Premier League, das Video kam wieder sehr, sehr gut an. Es hat mich gefreut. Wenn ihr wollt, dass ich bis morgen nochmal 5 aufmache, würde ich sagen, wenn wir 150 Daumen nach oben schaffen, würde ich morgen nochmal 5 ziehen. So, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Schauen wir mal, was wir bekommen in den 5 Paketen. Erste Paket, leider nichts Dickes, aber immerhin was Seltenes. Ein 82er ist doch schon recht solide. Nichts Doppeltes ist auf jeden Fall gut. Verträge und Fitness und so Zeug kann man ja eh immer gebrauchen. Deswegen ist es gar nicht so schlecht. Wie gesagt, jedes Paket kostet ungefähr 4000 Münzen. Bisschen weniger, bisschen mehr vielleicht. Kommt drauf an, wie viel ihr immer für die Karten bezahlt. Wenn ihr die für 350 bekommt, ist es halt ein bisschen billiger, wie wenn ihr die für 400 holt. So, nächste. Non-wear. Das ist natürlich jetzt nichts Gutes. Silberspieler noch. Eine Fitness noch. Die kann man, wie gesagt, immer gut gebrauchen. So, den werde ich in den Verein stellen. Und den anderen auf die Transferliste. Und das Ding in den Verein. Schnell verkaufen. Ja, habe ich beides als untauschbar. Also ist es egal gewesen. So, nächstes. Komm, gib mir was Gescheites. Na, wieder Non-Wear. Also, wenn ihr da die Münzen nicht übrig habt, macht es auch nicht. Meistens kommt dann nur Müll rum. Ja, noch ein Silberspieler hinten. Klar, wenn da irgendwann eine SPC kommt, können die sich bezahlt machen, diese Silberspieler. Aber die muss halt auch erstmal kommen. Wahrscheinlich in die aktive Mannschaft. In den Verein mit dir, Kollege. So, die letzten beiden. Haupt, gib mir mal was Großes. Ah, wieder Non-Wear. Wieder ein Silberspieler. Ja, immerhin noch mal ein paar gute Karten. Ladung, Verträge. Das ist in Ordnung. So, den in den Verein. Den anderen auf die Transferliste. Das da können wir eigentlich abstoßen. Das habe ich eh als untauschbares Objekt. Deswegen, so, kommen wir zum letzten Paket. EA, gib mir nochmal was Gescheites, komm. Immerhin nochmal was Glänzendes, aber sieht auch nicht gut aus. Und nochmal eine Fitness ist auf jeden Fall in Ordnung. Und nochmal zwei Spieler, die wir noch nicht haben. Also besser gesagt, die wir schon haben, die wir auf die Transferliste stellen können. Dann könnt ihr auch so machen, dass ihr die dann immer in den Verein macht und ey, anderen noch verkauft, weil sonst würdet ihr sozusagen Spieler wegschmeißen, die Münzen wert sind. Ich würde sagen, das wäre es mit diesem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ciao, ciao, bis die Tage.